Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch 1000 Jahre ERV von ERV. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Buch findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 1000 Jahre ERV von ERV, das Ganze am 29. November erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Pop. Es ist ein recht ungewöhnliches Format und zwar haben wir hier eine Buchedition, Limited Book Edition nennt sich das Ganze. Eine quadratische Buchedition ist es geworden. Wir haben hier ein Hardcover Buch und dieses kommt dann noch in einer einzelnen Hülle. Also das ganze Buch ist hier nochmal in einer zusätzlichen Hülle eingepackt. Das Ganze ist natürlich auch noch verschweißt. Wir haben hier oben noch einen Sticker, hier lesen wir, mit Dolby Atmos, kompatibel mit allen 5.1 Surround Systemen. Okay, dann haben wir hier unten noch einen FSK 12 Hinweis, der deswegen zustande kommt, weil wir hier natürlich auch eine DVD bzw. eine Blu-ray vorfinden werden. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einfach mal hier an der Seite aufschneiden. So, okay, der FSK 12 Hinweis ist uns hier erhalten geblieben, aber es ist wie gesagt ein Sticker, bedeutet man kann den hier wunderbar ablösen und dann kann man das Cover in seiner vollsten Pracht sich ansehen. Also hier oben lesen wir einmal 1000 Jahre ERV, ERV ist die Band, das sind die Abkürzungen bzw. ja, die Abkürzung ERV steht für erste allgemeine Verunsicherung und darunter lesen wir dann noch Live der Abschied. Also es ist, wie der Name vermuten lässt, das letzte Album, das Abschiedsalbum der ERV, der Band. Dann haben wir hier einen Sensenmann abgebildet, der hier scheinbar auf einer, ja, auf einer Wolke oder auf einem, ja, auf einer Nebelschwade steht. Und der hat auch eine Sprechblase hier und hier lesen wir, cum, deine Zeit ist um. Also auch die Leute, die vielleicht jetzt nicht aus Österreich sind, weil die Band ERV kommt aus Österreich, da lässt sich das schon erahnen, was das heißen wird auf Hochdeutsch. Also es heißt so viel wie, cum, deine Zeit ist um, deine Zeit ist vorbei. Und er dürfte wohl dieses kleine Männchen hier meinen. So, auf der Unterseite ist das Ganze in schwarz. Auf der Seite lesen wir 1000 Jahre ERV live der Abschied. Oben ebenfalls schwarz. Und auf der Rückseite haben wir wie bei einem Comicbuch so einzelne Bildchen, die hier entsprechend beschriftet sind. Also 3 Stunden voller Witz mit allen Hits und Klassikern aus 1000 in Klammer 42 Jahren ERV. Bissiger politischer Satire und liebevoll inszenierter neuer Lieder. Das finale grandiose Abschiedskonzert der ERV. Live aus der Wiener Stadthalle weiß jedermann zu begeistern. Dann haben wir unten noch die Beteiligten und links einen Barcode. Und dann lesen wir hier noch, was sich darin befindet. Also im Buch 3 Live-CDs, eine Blu-ray und eine Bonus-CD. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann finden wir hier 5 Sachen, also 5 CDs, beziehungsweise ja, 4 CDs und eine Blu-ray vor. Okay, also wie schon beschrieben, ist dieses Konzert aufgezeichnet worden in der Wiener Stadthalle beim großen Abschiedskonzert. Das war am 14. September. Wir schauen mal, ob hier noch was drin ist. Nein. Okay, packen wir zur Seite. Also am 14. September diesen Jahres, am 14.09.2019, wurde dieses Riesenabschiedskonzert aufgezeichnet in der ausverkauften Stadthalle. Dort waren 12.000 Besucher und haben gemeinsam Abschied genommen von der ERV. Das Buch sieht auch wieder so aus, also das Cover ist ident mit der Hülle, die wir uns vorhin schon angesehen haben, seitlich ebenso. Und auf der Rückseite variiert das Ganze aber, hier lesen wir 1000 Jahre ERV und hier 1997 bis 2019, jawohl. Also 1977 war eben das Gründungsjahr und hier haben wir dann eben diverse Jahre hier verbildlicht, also die wurden hier entsprechend mit den
variierenden Bandmitgliedern festgehalten. Damals ganz am Anfang noch in Schwarz-Weiß, interessant. Und dann hier 2019, das war die letzte Formation, die eben auch dieses Abschiedskonzert gegeben hat. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das ist die erste Seite. Wir haben hier mal die ersten drei CDs, also die drei Tonträger. Die DVD, gehe ich mal davon aus, ist dann auf der Rückseite. Und zwar lesen wir hier 1000 Jahre RV live der Abschied. Dann haben wir die Tracklist. Also wir haben hier jede Menge Songs. Wir haben hier auf CD 1 13 Tracks. Dann haben wir auf CD 2 8 Tracks. Dann haben wir auf CD 3 nochmals 9. Hier dann noch die Infos zu den einzelnen Tracks, also insbesondere wer die ganzen Texte geschrieben hat. Die CDs lassen sich dann hier einfach rausziehen. Das ist Nummer 1. Sieht so aus. Also auch hier wieder das Cover auf der CD drauf. Dann packen wir die wieder rein. Und die anderen beiden CDs sehen dann ident aus, nur eben mit anderer Farbe. Also den blauen Kreis, den wir hier bei CD 1 hatten, den haben wir dann hier in Pink. Auf CD 2 und auf CD 3 haben wir das Ganze dann in Grün. Jawohl, so sieht das aus. Also, drei CDs. So, was lesen wir hier? Die Seichtigkeit des Seins. Geworfen wirst du in die Welt aus feuchtem Sündendunkel. Ins Knack fährt dir die Nachgeburt wie ein fauler Rübenrunkel. Dann kriechst du durch den Daseinsdarm, stets wie die anderen wollen. Jedoch geboren ist der Mensch, um zu rocken und zu rollen. Jawohl, schöner Spruch. Und so geht's dann auch weiter. Also wir haben hier das Inhaltsverzeichnis. Auch hier wieder diverse Sprüche und diverse Zeichnungen. Hier dann das Inhaltsverzeichnis mit 44 Seiten und hier unten geht es dann noch weiter mit 80. Also, so sieht das aus. Dann haben wir hier ein Vorwort. Das werde ich euch an dieser Stelle jetzt ersparen. Aber auf jeden Fall hier einmal kurz abfilmen, dann könnt ihr euch das Video hier gerne kurz anhalten und dann durchlesen. Und diese ganzen Sachen, die man hier gezeichnet sieht, also wirklich jede Figur oder jedes Tier, Moment, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir jetzt hier gerade keine sehen, das sind lauter Fotos, aber wo haben wir denn ein paar? Genau hier. Also diese ganzen Sachen wurden gezeichnet von einem der Bandmitglieder, und zwar von Thomas Spitzer. Und wir haben hier natürlich nicht nur Zeichnungen, sondern wir haben hier auch jede Menge Anekdoten und Wissenswertes rund um die Band und deren Geschichte. Es ist meines Wissens eine der erfolgreichsten Bands, die es jemals gab in Österreich. Und die haben tatsächlich in Österreich mehr Platten verkauft als zum Beispiel die Beatles, als Michael Jackson oder auch als Mozart. Also das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. So. Dann haben wir hier jede Menge Text und natürlich auch jede Menge Fotos. Das Ganze dann auch noch hier unterlegt mit Bildern und Comics. Also ihr seht, dieses Buch ist wirklich komplett gefüllt mit Zeilen, mit Textzeilen, aber natürlich auch mit unendlich vielen Fotos und Grafiken. Genau, dann haben wir hier auch Albumcover, Geld oder Leben in diesem Fall. Mit der Titelliste hier auch noch daneben. Comics. Ja, also hier kann man in den über 40 Jahren der Bandgeschichte schwelgen. Da die ganzen alten Erinnerungen beleben. So sieht das aus. Also die meisten dieser Alben waren zumindest in Österreich auf Platz 1 der Charts. Und haben auch vielfach Gold und vielfach Platin geholt. Im Ausland waren sie auch aktiv. Da sind mir jetzt die Verkaufszahlen nicht ganz so bewusst, nicht ganz so klar. Aber
Dafür gab es jede Menge Konzerte. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die haben mehr als 1000 Konzerte gespielt in ihrem Leben und davon natürlich auch sehr viele in Deutschland, in der Schweiz, aber auch zum Beispiel in Tschechien. Ja, und wir sehen hier, das Buch ist wirklich randvoll mit Fotos, mit Text, mit Erinnerungen. Also ich glaube, für einen wahren Fan ist das hier echt ein Traum und da kann man viele, viele Stunden darin blättern. So, dann haben wir hier Szenen aus dem Abschiedskonzert. So sah das damals aus in der Wiener Stadthalle. So, dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits. In diesem Fall wurde hier die Crew und der Produktionspartner genannt. Und dann haben wir hier noch die Infos zu diesen beiden letzten CDs bzw. zu der Blu-ray. Also, wir haben hier die Blu-ray. So sieht die aus. Der haben wir, wie gesagt, auch den 12er hier zu verdanken. Was lesen wir hier? 1000 Jahre. Ah, okay. Hier haben wir nochmal den Inhalt, also was sich hier auf der DVD, auf der Blu-ray befindet. 1000 Jahre ERV live, der Abschied, das komplette Abschiedskonzert. Also allein dieses Konzert hat 3 Stunden gedauert, ja. Also das nenne ich mal ein Abschiedskonzert. Die letzten 100 Stunden der ERV, Servus TV Dokumentation. Alles ist erlaubt. Klaus und Thomas stehen Rede und Antwort. Und alles ist erlaubt. Die offiziellen Musikvideos. Okay. Das alles hier auf dieser Blu-ray zu finden. Und dann haben wir auch noch eine Bonus-CD. Und auf dieser Bonus-CD haben wir mehr oder weniger ein Best-of. Die sieht so aus, in diesem Fall in Gelb. Und zwar hat man hier dann die heimlichen Favoriten, so nennt sich das Ganze. Also wir lesen hier dann, genau, hier oben auf dem, in dem roten lesen wir es. Außerdem hier oben Bonus-CD mit unseren Lieblingsliedern aus 1000 Jahre, aus 1000 Jahren ERV. Eine Zeitreise durch alle verunsichernden Dekaden, inklusive sehr seltener. Es steht ein Haus in Ost-Berlin. Maxi-Version mit 3 verrückten Neuaufnahmen bzw. Coverversionen aus dem ERV-schen Umfeld. Ja, dann haben wir noch im Detail die Tracklist der Bonus-CD. Und so sieht das dann aus. Jawohl. Es gibt das Ganze einerseits natürlich in dieser limitierten Buchvariante, die ich euch jetzt vorgestellt habe, aber das Ganze gibt es natürlich auch als reguläre CD-Version, als DVD oder auch als Blu-ray. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Buchedition befindet. Wir haben hier die 3 Live-CDs, dann haben wir die Bonus-CDs, die Bonus-CD mit den heimlichen Favoriten, also diese Best-of-CD, und dann haben wir die Blu-ray zum Konzert und zu weiteren Bonusinhalten. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Buchversion. 1000 Jahre ERV live, der Abschied von ERV. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. diesem Buch? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr ERV unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.